Jausen, heute geht es ums Thema Instagram-Strategie. Wenn ich anfange, was ist eigentlich wichtiger? Qualität, Quantität, wie oft soll ich posten? Ich erkläre dir das jetzt gleich nach dem Intro. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Ich hatte ja extrem viele Workshops bei Unternehmen und es kommt sehr, sehr häufig auch die Frage, ey, wenn wir anfangen, auf was sollen wir denn achten? Sollen wir lieber nur einmal die Woche was Geiles posten oder mehrmals die Woche Scheiße? Ja, so formulieren die das nicht, aber so formuliere ich das. Und für mich gibt es nie eine komplette pauschale Wahrheit, aber ich würde es wie folgt machen. Ich würde versuchen, am Anfang lieber sehr, sehr viel zu machen, mir vorzunehmen, jeden Tag etwas zu posten. Und warum? Ganz klar, wenn du nur einmal die Woche was postest, dann hast du viermal im Monat was gemacht. Du bekommst nur viermal im Monat Feedback von den Leuten draußen, ob deine Inhalte funktionieren oder nicht. Du machst nur viermal im Monat Content. Das bedeutet, du kommst da auch nicht rein in dieses Content machen. Du hast nur viermal im Monat eine Chance, dass was durch die Decke geht. Ja, wenn drei Postings nicht funktioniert haben, hast du drei Wochen Chancen verschwendet, weil du ja nur einmal die Woche postest. Und deswegen würde ich dir eine Sache ganz klar empfehlen. Mach am Anfang viel. Und manchmal ist vielleicht nicht perfekt, was du machst, ja, aber das entscheidest eh nicht du. Hau das raus. Lass die Leute entscheiden, ob das cool ist. Dadurch, durch dieses Feedback, weißt du halt auch, soll ich vielleicht noch öfter posten, weil die Leute stehen drauf. Was soll ich posten? Das erfährst du dadurch, was geliked wird und was bei den Menschen funktioniert. Die ganzen Fragen, die du dir sonst immer am Anfang stellst, was soll ich denn überhaupt posten? Wann? Wie viel? Die kannst du dir alle beantworten lassen, indem du erstmal einfach postest und schaust, wann kommt was an. Und dieses Feedback nimmst du dann und dann optimierst du. Also gib Gas, besonders am Anfang, einfach um dir die Angst wegzunehmen, auch mal zu verkacken. Ja, weil wenn du 20 Posts am Tag raushaust und 10 davon nicht gut funktionieren, aber 10 gut funktionieren, dann wirst du auch erfolgreich werden damit und wirst vielleicht sogar noch schaffen, dass die anderen 10 auch noch funktionieren. Also gib Gas, sammel deine Erfahrung und gib dir viele Chancen, dass was klappt und hab keine Angst davor, dass mal was nicht klappt. Wenn dir das Video gefallen hat, gibst du einen Daumen nach oben, abonnierst den Kanal. Jede Woche gibt es 2 Videos, immer Mittwoch und Sonntag. Und ich bin raus für heute. Ich muss nichts mehr sagen. Ich bin raus für heute. Ey, ganz ehrlich, das, was ich gerade erzählt habe, nimm dir das zu Herzen. Stell dir nicht im stillen Kämmerchen die Frage, was soll ich machen? Mach irgendwas, schau, wie die Leute reagieren und dann weißt du mehr.